Was war das denn eben, ey? Hab ich mich erschrocken. Ich hab mich noch nie so erschrocken. Okay, doch habe ich, aber... Alter! Das kam gerade so unerwartet. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Dachte ich, wir sind jetzt irgendwie am Ziel und können reden. Und plötzlich stehen die da einfach. Alter. Ich habe den Schock immer noch nicht ganz verdaut. Ich bin so überrascht. Ich muss das Ding abschießen. Ich habe nichts mehr von den Teams 4 und 5 gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Verdammt! Haben Sie den Attentäter gesehen? Warum suchen Sie nach ihm? Sie gehören nicht zu Nasana-Söldnern. Wer sind Sie? Wenn Sie meine Fragen beantworten, lasse ich Sie gehen. Hören Sie, selbst wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig, meine Leute sind gleich da hinten. Die machen Sie dann sowas von fertig. Ist eine kleine Information es wert, dass man dafür stirbt? Ist Nasana es wert? Nein, wohl nicht. Okay, also gut. Mein letzter Stand ist, dass der Attentäter auf dem Mezzanin war. Aber die Teams auf der Brücke dachten auch, sie hätten ihn gesehen. Genau weiß es keiner. Verschwinden Sie von hier. Geh schon. Er schuldet Ihnen was. Jeder andere hätte ihn getötet. In Ordnung. Mann, 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 nee, das war wieder unnötiges Gelaber hier, ey. Diese Datenscheibe enthält eine Liste mit genetischen Informationen über die Familie Kirosa. Ganz toll. Okay, in welche Tür gehen wir denn mal? Wow. Nein, die Half-Life-Viecher, geht weg. Geht weg. Geht zu Gordon Freeman. Der kann mehr mit euch anfangen. Mann, ey, viel zu viel Geballer hier. Finde ich. Okay. Ich werde euch vernichten. Auf. Boah. Zack. Müssen Munition mitnehmen. Für alle Fälle. Ziel hat sich getarnt. Ziel hat sich getarnt. Wird ein harter Treffer. Ich hab sie nicht mehr auf. Ich habe den Kontakt. Ich brauche Unterstützung bei der Zielsuche. Ich brauche Unterstützung bei der Zielsuche. Das hast du eben schon mal gesagt. Präzisionsgewehr. Die folgenden Gruppenmitglieder können Sie jetzt verwenden. Okay. Können wir bitte irgendjemand Bericht erstatten? Oder aber auch Zeit. Was ist da unten los? Ich fürchte, Ihre Männer können im Moment nicht antworten, Nasana. Verdammt. Okay, Na denne? Wow, wow, wow. Sind ausgefallen. Maus spackt erstmal ab. Hab ich auch keine Munition mehr oder was? Was ist das denn? Die Waffen werden voll verrückt hier. Warte mal. Kann man die hinschieben oder was? Oh.
toll. Ich werde sterben. Bam. Okay, habe ich verdient. Gripelt Feuer an der Wand, ey. Ist nicht schlimm. Ich habe sowieso schon, Ne? Ihr wisst schon. Ich fürchte, Ihre Männer können im Moment nicht antworten, Nassana. Verdammt! Die Szene voll geil. Okay. Diesmal bin ich besser vorbereitet. So. Die zimmert aber auch rein, die Knarre, ey. Konnte sie gerade irgendwie nicht entscheiden, was die macht. Alle! Okay, der letzte Schuss. Boom! Daneben. Ach Gott. Ich habe den Kontakt verloren. Ich habe sie nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe den Kontakt verloren. Keine Schäden. Ich brauche Unterstützung. Bei mir auf Deck. Hol mal nicht rum. Feinde vor uns. Oh, alles voll hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Entschuldigung, man musste voll niesen. Was wollte der denn gerade? Hat er noch nicht mal alle. Aufschlag oben. Eclipse verliert nie. Eclipse verliert nie. Weiter Ich brauch... Das sieht interessant aus. Ich reiß dich in Stücke!
Den habe ich weggefunden. Ich bin nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe den Kontakt. Ich brauche... Kopfschuss. Hat mich nicht mal kommen sehen. Verdammt. Habe sag ich schon, dass das hier übelst fett designt ist? Glaub schon. Und unten bleiben. Oh, das ist wieder so eine Schwere hier. Oh Mann, das ist alles Frauen, ey, warum? Ziel hat sich getan. Voll in den Kopf die ganze Zeit. Ehrlich, warum sind das alles Frauen, diese mit dem schweren Geschützen? Mit diesen schweren Panzerungen. Finde ich irgendwie komisch. Ich habe ja nichts gegen Frauen, aber... Naja. Die Chance, dass es alles Frauen sind, ist doch ein bisschen gering, oder? Ich meine, allgemein sind in der Armee, glaube ich, nicht so viele Frauen wie Männer. Ist da irgendwie Maschinen oder was? Tatsächlich. Ich hab's ja gewusst. Wo ist meine Sniper-Ader? Wie jetzt? Ist ja geil! Ich kann ganz viele Schüsse machen. Sag mal, kann ich das denn? Und weil so viel Munition. 12 Schuss, Mann. Ach komm, haltet die Schnauze. Was zum Teufel bezahle ich euch eigentlich? Ich schicke Verstärkung. Mehr Geld für den Rest von uns. Oh. Brauche Deckung. Reanimieren, Mann. So. Verrätsen. Okay, das war gerade übelst der Freundspielsprache, ja. Bam, 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 bam. Ey, wie geil ist das denn? Kann ich vorher so viel schießen, ey. Bam, 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 bam. Trotzdem sterbe ich gerade. Ich werf dich wie ein Spielzeug. So. Okay. Ja, stirb du doch. Ich leg euch alle um! Ey, du lebst ja noch! Bam! Okay, kommt hier hinter irgendwie... Jo, ja, okay. Lange Cutscene, denke ich mal. Warten Sie! Bevor Sie mich töten, wüsste ich gerne, wer Sie angeheuert hat. Ich bin kein Attentäter, Nassana, aber ich suche jemanden mit diesem Beruf. Sie brechen hier ein und radieren meine Sicherheitsleute aus, nur um die Person zu finden, die hier ist, um mich zu töten? Was ist das für ein Spiel, Shepard? Was? Ich habe was gehört. Verdammt, die anderen Eingänge überprüfen. Sie bleiben, wo sie sind. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden Sie und ich... Da ist er! Wer? Oh, oh, oh. Nicht mal ein Schussgeräusch war da. Da ist er ja, die geile Sau, Mann. Das war ja richtig geschmeidig gerade. Beeindruckend. Sie wissen, wie man einen ordentlichen Auftritt inszeniert. Das war gerade richtig geil, ey. Hallo? Ich würde gerne mit Ihnen reden. Verzeihung, aber Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Glauben Sie wirklich, dass Sie es verdient?
Nicht für sie, für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir sie zum Beispiel. So viel Zerstörung, Chaos. Ich war neugierig, wie weit sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Ich will mit Ihnen reden. Aber woher wussten Sie, dass ich hier war? Schusswechsel und Explosionen. Ich arbeite ja lieber geräuschlos. Wenn ich Wachen bekämpfen muss, habe ich einen Fehler gemacht. Und ich mache selten Fehler. Sie haben meinen Plan gestört. Aber letztlich hat sich die Ablenkung durch Sie als nutzbringend erwiesen. Kommen wir zur Sache. Ich brauche Sie für eine Mission. Ach ja? Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Sie verschleppen ganze Kolonien der Menschen. Freedom's Progress war Ihr Werk. Verstehe. Wir sind hinter Ihnen her. Ein Angriff auf die Kollektoren bedeutet einen Sprung durch das Omega-4-Portal. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Man hat mir auch gesagt, es sei unmöglich, nach Ilos zu kommen. Gutes Argument. Ihre Karriere baut ja fast darauf auf, das Unmögliche möglich zu machen. Das hier sollte mein letzter Job sein. Ich sterbe. Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung ihrer Kolonisten hingegen schon. Das wusste ich nicht. Kann ich irgendetwas tun? Es reicht schon, dass Sie mir diese Gelegenheit bieten. Das Universum ist ein finsterer Ort. Ich möchte vor meinem Tod noch etwas Licht hineinbringen. Viele Unschuldige sind heute gestorben. Ich war nicht schnell genug, deshalb mussten sie leiden. Und dafür muss ich Buße tun. Ich werde für Sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Ist ja fett. Geil, haben wir jetzt auch Zane im Team. Ist ein ziemlich cooler Typi. Der Fischkopf. Hier kommt wahrscheinlich noch eine elendslange Cutscene wieder im Schiff. Na? Sei doch. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären Sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Seine offenbar auch nicht. Er verlangt nichts für diese Mission. Was befürchten Sie? Ich mag Söldner nicht. Und ein Attentäter ist nichts anderes als ein Söldner, der besonders präzise arbeitet. Ein Attentäter ist eine Waffe. Eine Waffe tötet nicht von selbst. Das erledigt der, der sie führt. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Er macht einen höflichen Eindruck. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er dürfte sie überraschen. Ja, oder auch nicht. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss. Nachtrag. Was rüsten wir auf? Was rüsten wir auf? Wegen dem Kampfmeisterschaft. Alles klar. Fertig.